Timo F. wäscht seine Aschenbecher, es schlägt. Wenn er geht, er rennt in die Arme der Aargau-Spezialeinheit 42. In Windisch AG 117 Timo F. möchte nur anonym Informationen bereitstellen. Ralf Dongi Reporter News Timo F. Sternchen befindet ein bisschen weiter in einem Hobbyraum. Timo F. spricht von Pino T. Sternchen. Der Italiener wird vermutsorgerecht für 3 Monate. Soweit haben die Ermittlungsbehörden nicht mehr angekündigt. Plötzlich gab es einen lauten Knall. Ich fand erst später heraus, dass er in Windisch etwas mit dem Fall zu tun hat. Der Keller gegen 19 Uhr. Sie haben mich gegen eine Wand gestellt, sagt Timo F., aber sie wussten schnell, dass ich falsch war. Dann gingen sie ein paar Meter weiter in den Pino-T-Hobbyraum und hatten ihn dort verhaftet. Sucht die Mordwaffe noch? Timo F. sagt, er habe Pino-T. seit ungefähr einem Jahr 2 oder 3 Mal pro Woche im Keller gesehen. Sie hatten jeweils kurz Gespräch. Merz kurz mit Pino gesprochen. Aber er ist schon eine seltsame Eule. Sie sprachen auch über ihre Frauen und sie würden beide in der Scheidung leben, nichts mehr. Am Abend der Verhaftung kamen immer mehr Menschen ins Dorf, sagt Timo F. Auch Hunde. Ich denke, sie suchten nach Kleidung und einer Waffe vergeblich. Pino T. soll eine schwarze Maske und eine besondere Jacke getragen haben und seine Frau mehr als einmal erschossen haben. In das künstliche Koma. Apparent soll ein Schuss ihre Carotis-Arterie verpasst haben. Pino T. hätte vor Gericht stehen müssen. Aus der Umgebung des Paares ist es zu hören, dass Pino T. im April vor Gericht stehen sollte, aufgrund verschiedener Straftaten gegenüber seiner Frau. Die Ermittlungsbehörden geben nicht bekannt, ob der Verdächtige das Verbrechen bestreitet. Nicht Staatsanwaltschaft. Und wir werden die Öffentlichkeit nach Abschluss der strafrechtlichen Ermittlungen erneut aktiv informieren.